Die einen finden die abstrakte Malerei schwer, die anderen die gegenständliche Malerei. Ich persönlich finde, im Gegenständlichen hast du halt immer Punkte, an denen du dich ganz klar orientieren kannst. Im Abstrakten, ja, kann man vieles lernen und intuitiv dazu arbeiten. Und ich zeige dir heute mal eine Mischung aus beiden. Also abstrakt mit einem schönen, einfachen Werkzeug und dann etwas Figürliches dazu. Das ist relativ einfach. Viel Spaß! Also ich habe gerade nur Wasser auf meine Leinwand gesprüht und jetzt verziehe ich meine Farbe mit dem Fensterwischer. Und siehst du, was passiert? Das habe ich dir schon in mehreren Videos gezeigt. Diese kleinen Wassertropfen, fantastisch. Oh, ich liebe diesen Effekt. Fast zu schade, um den wieder zu verstreichen, aber ich habe ja gerade erst angefangen zu malen. Also ich kann jetzt nicht gleich wieder aufhören, obwohl ich das total mag. Ich kippe jetzt hier einfach mal wieder Farbe dazu. Jetzt passieren lauter schöne Effekte. Ich brauche gar nichts zu machen. Ich verziehe einfach nur die Farbe und ja, oh herrlich. Ich liebe diese Effekte, die entstehen. Ich arbeite einfach weiter, gebe immer ein bisschen Farbe dazu. Ich habe mir drei unterschiedliche Farbtöne angemischt. Also alles unterschiedliche Nuancen. Sind alles Brauntöne bis hin ein tiefes Schwarz. So, jetzt habe ich ja gerade meine Zeichnung auf meine trockene Leinwand gebracht. Also ich habe vorher die Leinwand geföhnt und dann einfach meine Skizze aufgetragen und ziehe jetzt die Linien hier mit schwarzer Farbe, die ich auch schon im Bild habe, einfach mal nach. Wenn du der Meinung bist, dass du nicht zeichnen kannst oder der Meinung bist, dass du einfach die Proportion nicht hinbekommst oder was auch immer, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann habe ich in meinem Kanal auch ein Video dazu, wie du eine Zeichnung übertragen kannst. Also du hast eine Vorlage dann und kannst sie ganz einfach übertragen.
So, jetzt ist wieder ein Teil abgeschlossen und jetzt fängst du an und setzt Höhen und Tiefen. Das heißt, ich arbeite jetzt nur noch mit Hell und Dunkel und ziehe ein paar Höhen in das Bild und ein paar Tiefen. Also ich betone die Stellen, die höher sind, also nach vorne kommen in der Ebene und Stellen, die nach hinten gehen.
So lasse ich es jetzt. Ja, wie gesagt, du kannst oder hast viele Videos in dem Kanal, wo das Werkzeug gezeigt wird, die Handhabung. Du brauchst nur deine Skizze zu übertragen und dann mit hell und dunkel die Höhen und die Tiefen betonen. Ich zeige dir auch gleich nochmal im Abspann ein Bild, an dem du dich gut orientieren kannst, wo dieser Effekt von dem Wasser und auch der Einsatz von dem Tuch und der Farbe ganz gut gezeigt wird. Dieses Bild, was ich hier gemacht habe, was du auch in meinem Kanal findest, genauso wie das Grüne, was da hinten an der Wand hängt, das, ja, die Technik ist dieselbe. Also guck dir die Videos nochmal an, da wird recht gut gezeigt auch dieser Wassereffekt, dass wie die Farbe läuft. Also die finde ich ganz passend zu dem Video. Ja, ich hoffe, du hast wieder was für dich mitnehmen können. Bitte like das Video, wenn es dir gefallen hat. Dankeschön und ich freue mich auf deinen Kommentar. Ja, einen schönen restlichen Sonntag noch, falls du das Video heute siehst, an dem Tag, an dem ich es ja hochgeladen habe. Bis dahin, tschüss.